Hallo, liebe Freunde des gefalteten Blattes. Heute zeige ich euch, wie man eine Friedenstaube faltet. Das Design ist von Alice Gray. Ich habe die Diagramme gezeichnet. Und für eine pinke Taube fangen wir mit der weißen Seite nach oben an, wenn ihr denn zweifarbiges Papier benutzt. Und erstmal falten wir diagonal, Ecke zu Ecke, Spitze zu Spitze. Nehmt euch dafür ein bisschen Zeit, weil wenn man den ersten Schritt ungenau macht, dann wird alles andere auch ungenau. Dann falten wir das nochmal in die Hälfte, also die zwei Spitzen aufeinander und falten hier. Und dann haben wir hier zwei Ecken und die obere nehmen wir und falten sie, die obere Schicht, die rechte Ecke nach oben und falten da nochmal. Dann nehmen wir diese neue Ecke und falten sie auf die Mitte der linken Kante zu. So. Und dann öffnen wir diesen Flügel und was wir jetzt machen, ist, wir kehren die Falte hier auf der linken Seite um und drücken es hinein. So, das ist eine Gegenbruchfalte nach innen, nennt sich das. Und dann wenden wir das ganze Modell und wiederholen diese letzten paar Schritte. Also wir falten die untere Ecke nach oben, falten, dann nehmen wir die neue Ecke. Falten Sie hier zur Mittellinie auf der rechten Seite. Schön festfalten. Und dann machen wir es auf und drücken es nach innen. Nehmen hier die eine Kante, falten die nach, die andere auch nochmal und legen das zusammen. Damit wäre das Schwerste auch schon geschafft. Jetzt haben wir hier so drei Flügelchen, ein Mittelteil und zwei Flügel und nehmen jetzt erstmal die andere Seite, also die ohne Flügel und falten die so, dass ein 90-Grad-Winkel entsteht. Das wird der Schnabel, die Spitze und machen hier wieder eine Gegenbruchfalte nach innen. Das heißt, wir machen beides auf und drücken es nach innen und hier falten wir um und ziehen es in die Mitte. Und das ist jetzt der Schnabel von der Taube. Und jetzt nehmen wir einfach hier diesen Flügel und legen ihn nach oben. Das machen wir auf der anderen Seite ebenso. Also drehen, den Flügel einfach nach oben umklappen. Das faltet sich, als ob da ein unsichtbares Scharnier wäre. Und für den Taubenschweif falten wir hier nochmal zur Mitte hin, öffnen das Ganze und machen jetzt etwas, was sich eine Quetschfalte oder Squashfold nennt. Das heißt, diese beiden Faltlinien, die wir gerade gemacht haben, drehen wir um und dann können wir das hier so um den Taubenkörper herumwickeln und damit ist dann auch unsere Friedenstaube schon fertig. So sieht die aus. Ist gar nicht so schwer und es lässt sich zum Beispiel auch schön mit Post-its falten, wenn wir dann den ersten Schritt machen, so dass die klebrige Seite nach innen ist. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn das der Fall ist, dann probiert doch mal dieses Video aus, klickt einfach auf das Bild und wenn ihr davon mehr sehen möchtet, klickt doch auf mein Logo, dann abonniert ihr meinen Kanal und bekommt eine Benachrichtigung. Bis dann, ciao!